Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SAS. Wir zocken heute wie versprochen den Multiplayer-Modus. Und genau, beim letzten Mal haben wir da so, ich glaube, drei Waffen waren es als Belohnung gekriegt. Ich habe jetzt geschaut, die Waffen sind hier im Menü nirgends aufgelistet. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass diese Waffen nicht freigeschaltet wurden, sondern da gibt es ja im Spiel diese Waffenpäckchen zum Aufsammeln. Da wurden die freigeschaltet. Das heißt, ich kann jetzt eine von den drei Waffen bei diesen Waffenpäckchen kriegen. Genau, also für mich ist da leider nichts drin gewesen. Gut, da stock ich noch ein bisschen auf. Da stock ich auf, da stock ich auf. Ach so, das ist. Ah. Das ist SMG-Munition ist 1 für beide. Okay, passt. Also, Koop haben wir gesagt. Oh, da gibt's ja Oldschool Survival, Face Down, bla bla. Take out the summon net before they overhang or death. Machen wir das Standard-Dings. Mal schauen, mit wem ich jetzt zusammenspiele. Okay. Okay, also der Bucky 22, da ist schon der höchste hier. Gut, aber zum Glück alle so. Oh ja, gut. Ja, der schießt schon mal ins Leere, ist natürlich auch geil. Aber die halten hier viel aus, weil es muss so viel Dings sein, dass es dann. Was hab ich. Hä? Habe ich nichts gekriegt oder was? Was soll ich? Boah, ist das gerade laut? Ihr hört es wahrscheinlich gerade nicht, weil ich spät versuchen werde, den Ton leiser zu stellen. Aber mir ist es hier gerade richtig laut. So, Moment, jetzt muss ich kurz leiser stellen, mein Headset, damit ich mich selbst noch verstehe. So. Also läuft gerade ziemlich gut, ist noch keiner vom Server abgehauen. Es läuft auch flüssig, so wie ich das jetzt beurteilen kann. So, jetzt wollen wir hier nicht ein bisschen blamieren. Ich nehme jetzt auch mal die SMG. Weil ich schieße mit der Pistole, das ist ein bisschen peinlich. Die anderen schießen hier mit AKs und was weiß ich. Und ich hier mit der Pistole kann ich gleich hier. Immer die MP5 am besten da. Schießt zwar langsamer, aber dafür genauer. Brauche ich nicht so viel. Ah, lad nach! Ah, das war ein bisschen spät. Also wie gesagt, die Zombies halten hier mehr aus, weil wir einfach. Da unten ist so ein Waffenpäckchen. Weil wir einfach. Oh, MP5, also. Weil wir einfach mehr Spieler sind, da sieht man es auch schon, der hat glaube 6 oder 7 Schuss gefressen. Ja, und die Zombies sind halt jetzt auch dementsprechend stärker gemacht worden. Aber finde ich eigentlich auch ganz gut, dass das so ist. Sonst wäre es ja für viele Leute ein leichtes, die alle zu killen. Schon mal der Metzger und irgendwie steht der nur doof rum. Aber ein Blick auf die Map verrät mir, dass wir immer noch zu dritt sind. Und jetzt ist komischerweise irgendwie ein bisschen ein Lex hier drin, oder? Kommt es mir so vor? Keine Ahnung. Egal. So, noch läuft's ja. Bam bam. Bam bam. So, den habe ich aufgegeben. Jetzt gebe ich denen hier. Power up, Gamma, you switched. Was? Ach so. Frag Grenades, aha.
Die Schrottflinte ist zwar gut, aber halt double Dingsbums, ja. Gib dich. So. Okay, da fliegen schon mal die ersten Granaten, dann wirf ich auch gleich mal eine. Bam. Die aber nichts geholfen hat. Voll geil. Bam, 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 bam. Hier bräuchte man mehr MG, wisst ihr. Du Vollidiot, verbrauchst du nicht deine Granaten, alle. Es wird schon noch schwerer, keine Angst. Oh, da hat einer ein MG aufgestellt, nice. Die MGs, die fetten. Oder ist das ein dünnes? Ne, das ist ein fettes, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es gibt also ein fettes MG und so ein dünnes. Und eins von denen geht richtig übel ab, hey. Also ganz, meiner Meinung nach, kann man da nichts Besseres mehr. Oh, da kommt so ein Metzger. Hä, wo kommt der her? Am Ende übrigens, das weiß ich noch von damals, steht, wie viel Kills jeder gemacht hat. Oh, eine so ein Schattenvieh. Wie viel Kills jeder gemacht hat und wie viel Schaden jeder gemacht hat, beziehungsweise ausgeteilt hat. Und ja, da kann man dann halt einschätzen, wie gut die anderen waren, wie gut man selbst war. Ah. Das MG kann irgendwie gar nichts. Boah, also langsam. Wieso bringt die nichts? Also die Eisgranate bringt irgendwie überhaupt nichts. Okay, noch eine Welle. So, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Schon wieder MP5. Was ist denn heute los? MP5 Glück oder wie? Oh, bam, bam, bam. Ja, klaut mir nicht meine Kills, das ist meine Linie. Also das erste Mal, wo ich Multiplayer gezockt habe, war es auch 4 Leute, aber alle sind dann abgehauen. Und jetzt, also wir schlagen uns jetzt eigentlich ganz gut, finde ich. Alle sind noch drinne. Oh, das ist so ein Schattenvieh. Schnell noch ein bisschen XP hier abstauben, indem ich was repariere. Bam, bam, bam. Ja! So, es sind immer noch alle da. Letzte Runde, alle da. Nice. Muss man echt sagen. So, jetzt gebe ich dem hier mit der... Bam. Halt. Ach so, ich werfe ja auch ganze Zeit diese... Dingsgranaten. Ja, ja, okay. Doch, hat alles funktioniert. Ich habe ganze Zeit normale Granaten geworfen. Und deswegen habe ich Schaden gemacht. Lol, was sind das für Dinger? Alter Schwede, da war einer tot. Der hat nun Pech gehabt, denn ein Toter wird, glaubt, bei der nächsten Runde wiederbelebt. Aber ja. Da ist. Das war's. Oder? Ja, da liegt er unten tot, der Barkey 22. Und da haben wir den Revolver Kills. 300. Jawohl, ich bin Zweiter, jawohl. Damage. Gut. Habe ich als Dritter bestanden, Damage. Und XP kriege ich natürlich auch am zweitmeisten. Perfekt. Und der Höchste natürlich der Schlechteste, ja. So muss es natürlich sein, ja. Okay, dann würde ich sagen... Reicht es für heute? 10 Minuten? Ich denke mal nach, vielleicht werde ich noch eine zweite Folge heute rausbringen, aber da muss ich jetzt nochmal schauen. Keine Ahnung, wie es jetzt läuft, ob ich jetzt noch vielleicht Bock habe, ein zweites Mal zu spielen.
Ah ja, genau, die kaufe ich mir jetzt noch schnell. Hä? Backpack-Slots? Ach so, zum Tausch. Was tauscht man da denn? Cool. Ach so, die haben. Ah, okay, die habe ich auch unlimited. Ja, siehste. Ja, wie gesagt, das war's für heute. Beziehungsweise für mich noch nicht, aber für euch. Außer es kommt noch eine Folge, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich sag trotzdem mal, auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen und haut rein. Zockt vielleicht selber das Game. Wir sehen uns vielleicht im Spiel oder auch in anderen Spielen. Bis dann.